Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Heute wieder, wie angekündigt, mit dem Haushalt von Max, Olivia und Co. Es ist Freitag, 8 Uhr morgens. Das bedeutet, die Kids müssen doch jetzt gleich in die Schule. Oder etwa nicht? Was ist denn los mit euch? Warum müsst ihr nicht in die Schule? Was ist denn los? Zeit für die Schule. Ja, wie wäre es? Lucy, wenn du mal losgehst, ich meine, du hast ja einen relativ langen Schulweg. Wenn man bedenkt, dass du sowieso wieder irgendwo da hinten rumläufst, wo ist Felix? Felix denkt auch gar nicht daran, zur Schule zu gehen, ne? Was ist denn los mit euch? Grundschule besuchen, Finn, mein Lieber. Du auch? Schaut ihr da jetzt noch Fernsehen und will aufräumen? Nein! Nein, 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 Finn! Es ist Zeit für die Schule. Ich finde es ganz toll, dass du hier ein bisschen aufräumen möchtest. Aber trotzdem, ab in die Schule mit euch. So, Lucy ist zur Schule. Was? Schaut mal, Lucy ist wirklich weg. Sie geht gar nicht mehr den langen Weg. Ach, das ist ja super. Richtig gut. Und ich habe es ja schon angedeutet, wir werden in dieser Folge die Lina altern lassen und natürlich auch umziehen und ja, erstmal schauen, wie sie überhaupt als Kleinkind aussieht. Liebkosen reden mit Flasche füttern. Nein, wo haben wir denn? Älter werden? Ja, bitte. Ja, bitte. Huch, was macht denn die Kamera? Ich freue mich drauf. Marie hat Lina ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Oh, super. Lina ist älter geworden. Und wir können ein Merkmal wählen. Was ist denn neugierig? Neugierige Entdecker. Diese kleinen Kinder bauen etwas schneller Denkfähigkeit auf. Sie sind am glücklichsten, wenn sie etwas lernen und traurig, wenn sie eine Weile nichts gelernt haben. Okay, was ist unabhängig? Diese kleinen Kinder lieben ihre Freiheit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Das ist ja richtig super. Sie bauen zusätzliche Fähigkeiten auf, wenn sie allein gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Leute, wisst ihr was? Ich finde das ganz cool. Aber das finde ich auch gut, neugierig. Bauen schneller die Denkfähigkeit auf, das ist natürlich auch gut. Ja, bei nur einem Kind werden wir jetzt nicht so einen Stress haben, ne? Von daher würde ich sagen, wir nehmen eher neugierig als unabhängig, oder? Ja, komm. Wir nehmen eher neugierig. Und da ist die Lina. Ach, wie toll. Haben wir noch ein Geschenk? Maja hat Lina ein Geschenk geschickt und der Chef von Olivia ist nicht begeistert. Das ist mir total egal. Ach, wie niedlich. Oh, Lina, du lernst da gerade schon laufen, ne? Das ist ja richtig toll. Ich möchte dich aber jetzt natürlich direkt auch umziehen. Was will ich hier an der Wiege? Das ist doch totaler Quatsch. Ich muss doch zum Spiegel. Und ich bin so, so gespannt, wie sie dann mit ihrer Tarnung aussieht. So. Sim umziehen. Ich bin so gespannt, Leute. Ich freue mich so darauf. Lina, was ist los, Max? Was war los? So, Olivia, nein, wir wollen Lina. Ach ja, ich bin so gespannt. Oh, wie süß. Schwarzhaarig, ja. Oh, das finde ich toll. Du bist so, so niedlich. Ich mag natürlich auch die Alien-Gestalt, aber trotzdem, oh Gott, das ist putzig. Ja, das finde ich schon toll. Und ich glaube, das wird jetzt vermutlich noch länger dauern als bisher schon. Was mache ich hier überhaupt? Als bisher schon, denn wir müssen jetzt einmal Lina in ihrem Alien, in ihrer Alien-Gestalt umziehen. Und dann natürlich nochmal mit ihrer Tarnung. Wie ist das denn mit den Haaren? Ich überlege gerade. Also eigentlich hast du schwarze Haare, die würde ich dann auch gerne belassen. Die Frage ist, hast du bei der Alien-Gestalt Haare? Ich würde sagen, ja, ne? Und ich finde auch die Frisur ganz gut, muss ich sagen. Das erinnert mich zu sehr an Lucy. Kurze Haare. Ich finde, die Kurzhaarfrisuren sind auch wirklich sehr jungenhaft. Also ich habe nichts gegen kurze Haare bei Mädchen, aber das sieht schon, das sieht so typisch nach Junge aus. Und das gefällt mir eigentlich auch nicht. Von daher würde ich ganz gerne diese Frisur hier nehmen. Und wie gesagt, schwarz bleibt auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. So viele Kinderklamotten gibt es ja nicht. Wir haben ja noch zweimal hier die vom Custom Content. Vielleicht, pass mal auf, ich habe da eine Idee. Dieses mit dem, genau, das mit dem Wolf, das finde ich ganz cool. Ich weiß, das hatte auch der Felix an, aber im Endeffekt macht das ja nichts. Die Hose war ganz schrecklich, ne, glaube ich. Ja, es geht. Ja, dann nochmal die Füchse. Ist das da oben auch ein Fuchs? Kein Wolf? Kann natürlich sein, ne? Nee, passt aber jetzt nicht so gut. Das ist eine kurze Hose, das ist eine lange Hose. Weißt du was, Lina? Ich mache einfach ganz unterschiedliche Outfits. Ich meine, bei den kleinen Kindern gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Vielleicht einfach mal eine pinke Hose. Und auf jeden Fall diese bunten Turnschuhe. Sind die das? Nee, das sind die blauen. Aber die sind auch ganz schön. Moment, gibt es die, das ist zu rosa? Das ist gut? Ah nee, doch nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gut.
Ja, dann finde ich das schon ein bisschen besser. Wie sieht denn das aus mit den Armbändern? Gibt es da irgendwas für Kinder? Mal eben kurz schauen. Nee, gibt es nicht. Okay, ich würde sagen, ich beeile mich jetzt auch. Ich mache so 3 Outfits oder so. Ich muss ja jetzt nicht bei jedem irgendwie 5 machen. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. So, wie wäre es mit diesem niedlichen Oberteil? Das ist doch ganz schön in Pink. Nee, blau nicht unbedingt. Das ist schön. Das passt richtig gut, finde ich. Und dann vielleicht mal einen Rock. Ich nehme so selten die Röcke bei den Kleinkindern. Nee, der nicht unbedingt. Das ist mir zu blau. Ich weiß ja nicht. Dann doch eher einen einfarbigen. Schwarz finde ich auch gut. Was ist mit weiß? Ja, das ist auch süß. Oh ja, so ein weißer Rock, das finde ich toll. Dann hätte ich aber gerne, was sind das für Schuhe? Gibt es die auch in weiß? Die gibt es in weiß und ein bisschen lila. Okay, sind die hier denn schöner? Nee, nicht unbedingt, ne? Das sind wieder die normalen Turnschuhe. Gibt es die denn in weiß? Ja, dann vielleicht noch irgendwie kleine Söckchen dazu oder so. Haben wir die? Ja, genau, dann aber tatsächlich auch in weiß. Ach ja, das finde ich ganz toll. So, jetzt hast du kurze Hose, lange Hose und beide Male kurze Ärmel. Haben wir denn jetzt vielleicht noch ein schönes Kleid oder so? Das hier ist ganz süß oder sowas. Das finde ich auch immer toll. Welche Farbkombination steht dir gut? Das sieht unglaublich gut aus, das dunkelblau, finde ich. Ja, ein bisschen heller. Das ist jetzt lila. Das ist auch schön. Doch, das gefällt mir auch. Aber sowas Dunkles hat auch was. Passen denn dazu diese Schuhe? Ich finde die eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schön. Was ist mit denen? Nee, auch nicht. Also das hier sind eigentlich fast die besten, ne? Gibt es die denn im passenden? Ach, das sind die bunten. Gibt es die denn im passenden Blau? Das ist jetzt ein bisschen heller mit Wolken. Das ist auch ein bisschen heller. Also gestreift passt dann nicht wirklich. Oder einfach nochmal die weißen. Ich mag ja immer weiße Schuhe, ne? So, jetzt haben wir hier 3 Outfits und dann vielleicht noch ein Kleid oder so. Wie gesagt, wir müssen ja gleich sowieso nochmal schauen, was dann die andere Lina für Klamotten anbekommt. So, das hier sind die Kombinationen, ne? Kurze Kleider, Overalls. Was ist denn damit? Nee. Nee, das ist ja ein Schlafanzug, oder? Also zumindest... Die Farbkombination ist ganz cool, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das sieht so ein bisschen nach Schlafanzug aus. Würde ich jetzt sagen, das ist ganz niedlich. Ich würde aber für die Alien-Gestalt eher was Schlichtes bevorzugen. In weiß vielleicht? Nee, rot finde ich viel zu krass. Was ist mit einem dunklen Lila? Nee, auch nicht unbedingt. Das Weiße war ganz schön. Können wir denn da jetzt mal die Schuhe hier nehmen und dann innen? Ja, in weiß und blau. Wobei das Blau ein bisschen krass ist, aber das macht nichts. Wollen wir mal schauen, wie es eventuell... mit einer Strumpfhose oder Leggings aussieht. Das ist die bunte, ne? Die ist auch komplett bunt. Ja, okay, nee, das muss nicht sein. Das passt auch nicht wirklich dazu. Also wenn schon einfarbig und dann tatsächlich auch weiß, oder? Die hat jetzt ein kleines Muster. Die hat so kleine Punkte drin. Wollen wir es mal mit Strumpfhose machen? Weil das mache ich nämlich eigentlich total selten. Fände ich ganz schön. So, das ist jetzt deine Abendkleidung. Das bedeutet hier vielleicht ein bisschen was Schickeres. Ja gut, so viel Auswahl gibt es denn nicht, ne, Leute? Bei den Kleinkindern? Ja, nochmal einen Rock. Ich weiß ja nicht. Nee. Pass mal auf, wir machen das nochmal eben kurz weg. Dann haben wir das hier noch zur Auswahl. Ja, das wird jetzt echt ein bisschen schwierig, wenn sie dann in ihrer menschlichen Gestalt auch noch so viele Sachen anbekommt und man so wenig Auswahl hat. Ich finde das aber schon gut in Schwarz, muss ich sagen. Und dann definitiv auch schwarze Schuhe dazu. Was ist jetzt mit denen in Schwarz? Sehen die dazu auch blöd aus? Ach komm, die nehmen wir... Das ist okay, das passt schon. So, Nachtwäsche, was gibt's denn da überhaupt? Nur das hier? Nicht jetzt? Nee, es gibt doch auch Oberteile, oder? Ja, stimmt, es gibt ja diesen Schlafanzug hier. Ja, das steht hier doch ganz gut. Lila finde ich jetzt nicht so gut. Nee, was ist damit? Das ist der mit diesen Monstern. Cowboy, auch nicht unbedingt. Das sind die Fische. Nee, ich finde das eigentlich ganz süß, muss ich sagen, mit den Häschen. Obwohl, das hatte Lucy an, ne? Wollen wir denn einfach mal das nehmen? Ein lila Ton in dunkler. Machen wir das einfach mal so. Und kommen jetzt zu deinem Party-Outfit. Was haben wir jetzt hier genommen? Da haben wir das genommen. Wow, haben wir voll wenig Auswahl. Soll ich es nochmal mit der Hose probieren? Also nicht so was Extremes. Das finde ich schon cool, so Kuhflecken. Das ist auch süß. Aber das auch. Gibt es dazu denn nicht irgendwie ein schönes... Schönes T-Shirt, nee, das passt dann auch nicht, ne? Nee. Das ist das einzige schöne Oberteil? Ja, ich weiß ja nicht, wie oft werden wir das sehen, ne? Das ist auch wieder die Frage. Das mag ich eigentlich auch, dieses Türkise und dann mit der blauen Haut dazu. Könnte man jetzt denken, es beißt sich ein bisschen, aber eigentlich
Finde ich das ganz toll, nur die Hose ist gerade doch nicht so cool. Was ist mit der hier? Die ist so bunt mit Schleifchen. Okay, was gibt es da für Farbkombinationen? Gelb. Nee, das sieht auch zu sehr nach Schlafanzug aus, finde ich, wenn das einfarbig ist. Einfach mein Pink. Was Schönes, Buntes. Und dann hätte ich gerne die bunten Schuhe dazu. Wo sind sie denn? Meine absoluten Lieblingsschuhe. Sind sie das? Nein. Wo sind die denn? Das sind doch die mit ein bisschen Blau, ne? Die auch nicht. Die hier. Ja, die hier. Ich finde die toll. Dann bist du bei deinem Party-Outfit sehr bunt angezogen. Ja, doch. Also da haben wir jetzt 4 Outfits. Das ist jetzt natürlich für den Alltag. Doch, mit der Strumpfhose ist das ein bisschen zu schick, oder? Ach, obwohl. Wisst ihr was? Wir werden so viele Variationen haben, wenn wir jetzt Lina als Kleinkind noch umziehen. Von daher ist das schon okay, denke ich. Oh, sie ist echt toll, ne? Ich würde aber jetzt gerne mal was machen, was ich ja eigentlich nie mache. Ihr wisst das, Gesichter und so verändere ich eigentlich super ungern. Wenn die Sims so auf die Welt kommen, dann ist das so. Ich möchte aber eine Sache gerne mal machen, einfach aus dem Grund, weil ich es nie mache und das super gerne mal tun würde. Und das sind ganz viele Sommersprossen. Die hier. Ich möchte gerne mal ganz viele Sommersprossen. Ich weiß, das wird bestimmt nicht jedem gefallen und einige werden auch sagen, ja, so dezent ist aber schöner. Ich möchte aber einfach mal ein bisschen Abwechslung und dieses komplette Sommersprossengesicht nehmen. Ich finde das nämlich total süß. So, alles andere bleibt natürlich so. Und dann schauen wir mal, wo wir bei dir jetzt anfangen. Das hier ist der Custom Content. Ach, das ist ja schon süß mit der Banane. Oh, das ist auch toll. Das ist ja, oh, das ist ja richtig gut. Da können wir bestimmt noch ein paar schöne Variationen machen. Der Pirat, das Häschen, ja, das ist auch süß. Da gab es aber noch, aber nee, ich glaube, das war hier unten. Da gab es doch noch diese Kuh, genau. Ja, ich möchte unbedingt diese Kuh. Ich finde, das passt so gut zu ihr. Und dann am besten auch eine einfache Jeans. Ist schwarz zu dunkel? Hm, schwarz ist okay. Was war jetzt damit? Das ist auch okay. Ich finde aber schwarz fast besser. Ja doch, komm, wir nehmen einmal schwarz, das ist schon in Ordnung. Und dazu jetzt vielleicht rote Schuhe, sodass sich das so ein bisschen widerspiegelt. Ja, das ist jetzt ein sehr krasses Rot. Nee, das passt nicht so wirklich. Das ist süß. Oh, das finde ich toll. Oh, Lina, ja, du siehst so niedlich aus. So, Outfit Nummer 2e, was nehmen wir denn da? Das hier war jetzt auch so schön, ne? Und es hat auch lange Arme, ist also wieder ein bisschen was anderes. Was nehmen wir denn da? Ich finde das mit den Bananen schon ganz gut. Ich finde das auch süß. Ich finde aber auch das super süß. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das nehmen möchte. Doch, möchte ich. Denn ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einige von euch geschrieben haben, ich soll doch die Charlotte, also das Kind von Leon und Luna, altern lassen, dass die beiden dann zusammen spielen können. Und das habe ich auch schon getan, natürlich. Und die Charlotte hat nämlich auch dieses Outfit hier an, aber wer weiß, wie oft wir uns treffen und ob das dann tatsächlich irgendwie so gleich aussieht. Ich finde das gerade an Lina total süß, aber es gibt keinen Rock, der dazu passt, ne? Schade, diesen Blauton können wir nicht aufgreifen, aber das ist süß. Weiß ist süß und passt besser als das hier. Ja doch, und wie wäre es dann mit den Schuhen, aber einfarbig? Ja, doch. Doch, das gefällt mir. Finde ich gut in weiß. So, jetzt hast du einen Rock, jetzt hast du eine lange Hose. Okay, dann schauen wir mal, was wir da sonst noch für dich finden. Ich fand doch gerade, welches war das denn? Das hier fand ich ganz süß, aber auch das hier. Mit den Bananen, irgendwie hat das was, finde ich. So, dazu eine kurze Hose ist auch mal was anderes. Nee, das trifft nicht ganz den Ton. Finde ich aber gar nicht schlimm. Was ist mit grün? Du so ein bisschen bunt bist oder aber blau oder orange passt nicht so gut. Was ist mit gelb? Ja, gelb ist doch ganz schön. So, die Schuhe passen aber gar nicht dazu. Da muss ich ja schon wieder die hier nehmen. Das sind jetzt die mit den Wolken, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist nicht der genaue Blauton. Nee, das geht gar nicht. Das ist nicht der genaue Blauton, aber die sind auch gut, ne? Die finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. So, Outfit Nummer 4. Wollen wir da vielleicht jetzt nochmal ein Kleid oder so anziehen? Oder das hier oder aber nochmal das hier? Ich finde das Kleid aber auch so toll. Oder das. Oder das bei ihr als Alltagsoutfit. Was gibt es denn da noch so? Das hier, die Katze jetzt nicht unbedingt. Was gibt es noch? Da gibt es noch Blumen und Fische. Ja, die finde ich nicht so schön. Die Krabbe da auch nicht unbedingt. Das ist nochmal mit Blumen. Da gefallen mir die Farbkombinationen nicht so wirklich. Das hatte Lucy an. Wie wär's denn damit? Es ist jetzt wieder schwarz, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Was ist mit den Schuhen dazu? Ist das zu viel? Das ist jetzt sehr bunt, ne?
Das sind komplett schwarze Schuhe und das ist schwarz mit ein bisschen Gelb und so Blitzen. Passt auch nicht unbedingt. Und das ist wieder einfach nur weiß. Ach doof. Und das ist Gelb? Ah nee, das ist auch so ein bisschen bunt, ne? Was ist mit dem Blauen? Nee, auch nicht. Wie sie lacht, ne? Ich finde es total niedlich. Ja, weißt du was? Dann bekommst du die schwarzen Schuhe. So, dann haben wir jetzt einmal ein Kleid, kurze Hose, langes Oberteil, Rock. Das ist doch gut. Aber weißt du was? Ich hätte gerne bei dir noch eins in deiner normalen Form, sag ich mal. Haben wir denn da noch das hier? Nee, das hier hätte ich mal ganz gerne. Das haben wir nämlich jetzt gar nicht. Das steht ihr gut. Das ist nicht so. Weißt du was? Ich möchte gern das. Und dann mit der Hose. Ach, das passt ja zusammen, oder? Naja, so mehr oder weniger. Gibt es das in dem gleichen Farbton? Oder in dem ähnlichen, sodass sich das nicht unbedingt so sehr beißt? Nee, schwarz möchte ich nicht schon wieder nehmen. Gelb passt jetzt nicht so gut. Was ist jetzt mit der Hose? Nee, nee, die ist so natürlich viel zu krass. Ich weiß nicht. Dann vielleicht doch noch mal eine Jeans oder so eine helle, würde ich dann aber sagen. Nicht schon wieder sowas Dunkles und die Schuhe sind super dazu. So, Armbänder und so, wie gesagt, gibt es ja nicht wirklich, ne? Nee, auch nicht, wenn ich das wegmache. Lina, ich finde dich verdammt süß. Also wirklich jetzt. In beiden Formen bist du ganz, ganz süß und putzig. Und jetzt würde ich noch mal kurz gerne durchschauen, ob wir bei der Olivia die Haarfarbe ändern. Sie ist halt schon relativ lange blond und sie ändert ja gerne mal alles, von daher. Nee, mit Grau wirkst du ein bisschen zu alt. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das hatten wir noch nicht, finde ich aber zu krass. Hatten wir Blau schon? Ja, ich meine, ja. Das hatten wir auch schon. Grün hatten wir noch. Doch, Grün hatten wir auch schon. Was hatten wir denn noch nicht, Leute? Kupferrot. Doch, hatten wir auch schon. Na klar. Nee, ich hatte das Rot, ne? Ich hatte dieses Rot hier, aber das Kupferrot hatten wir, glaube ich, noch nicht. Weil ansonsten hatte sie fast alles. Oder hatten wir... Wir hatten Schwarz bei ihr nicht, oder? Ich überlege gerade. Hatten wir Schwarz bei dir? Nee, ich meine nicht. Das passt aber noch dazu. Ja, das passt richtig gut. Dann bekommst du jetzt erstmal schwarze Haare. Da können wir eventuell das Kleid ändern. Also die Farbe, was ist damit? Komplett schwarz? Nee. Ja, das ist schon besser. Huch, das gefällt mir dann schon eher. Das ist noch okay, finde ich. Und was haben wir hier? Passt es noch zusammen? Ja, das geht mit schwarz, finde ich. Sportkleidung geht auch noch, muss ich sagen. Und das ist dein Schlafoutfit, ne? Weißt du was? Da hätte ich ganz gerne... Wo haben wir denn die Hose? Hätte ich ganz gerne vielleicht mal eine farbliche Hose. Sagt man farbliche Hose? Nee, man sagt farbige Hose. So, vielleicht mal die hier. Einfach mal, damit wir ein bisschen Farbklecks oder so drin haben. Das sehen wir sowieso total selten. Passt aber trotzdem noch mit den schwarzen Haaren. Und das ist der schwarze Badeanzug, den wir auch super selten sehen, ne? Ich finde es aber okay so. Also Lina, echt mega niedlich. Eben mal kurz eine Frage. Geht es bei den Aliens auch mit den Hautdetails? Nee, ne? Nee, für Aliens deaktiviert. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit Lina. Huch, wo landen wir denn hier? Ich habe jetzt gar nicht wirklich auf die Uhr geschaut. Ich glaube, dass es nicht so lange gedauert hat, wie ich am Anfang befürchtete. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nur mal ein paar Minütchen. Zieh dich doch mal um und Max, oh Gott, musst du nicht zur Arbeit? Ja, natürlich, mein Boss ruft an. Max, mach dich auf den Weg zur Arbeit, also wirklich jetzt. Zur Arbeit gehen, mach das bitte, mein Lieber. Mach das mal. Und dann kann Olivia, was ist denn mit dir? Musst du arbeiten heute? Ja, musst du. Gut, dann arbeiten wir mit dir aber auf jeden Fall von zu Hause aus. Oh, wie niedlich sie ist, ne? Gehst du in dein Zimmer? Ja, sie geht direkt ins Zimmer. Auch wie ist das toll. Jetzt können wir das auch mal nutzen. Bewegungsfähigkeit erworben. Ach, schön. Fantasiefähigkeit erworben. Ja. Ah, toll, das freut mich. Lina. Jetzt haben wir hier noch ein Kleinkind. Ach, wie schön. Ich habe auch das Gefühl, es hört hier nie auf mit den Kindern, ne? Und wenn wir hier mit Lina durch sind, dann ist ja noch der... Oh nein, warum? Dann ist ja noch der andere Haushalt da, der bestimmt auch nochmal Kinder möchte. Zur Arbeit gehen. Nein! Olivia! Nein! Dann kommt doch hier gleich die Tagespflege. Kann ich das nicht noch abbrechen, zur Arbeit gehen? Bist du sicher? Ja! Ganz ehrlich, Olivia, können wir dann nicht noch irgendwie nachträglich? Geht das nicht, dass wir jetzt noch irgendwie einen Tag Urlaub nehmen oder so? Einzelhandel, Bonusurlaubstag nehmen, soziale Medien. Ja, mach das doch mal bitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich noch funktioniert, wo wir eigentlich schon wo wir eigentlich schon zur Arbeit gehen wollten. Und? Klappt das noch? Das will ich hoffen, dass sie sich hier noch so ein bisschen um Lina kümmern kann. Sieht aber gut aus, ne? Olivia hat einen Tag Urlaub genommen. Ja, super. Oh, schön.
Was können wir da mal machen? Zuschauen, Tag verschönern. Ja, einfach mal ein bisschen mit ihr spielen. Vor allem ist es auch gerade so witzig, dass sie ja gar nicht die Mutter ist, aber trotzdem das mit den schwarzen Haaren jetzt so unglaublich gut passt, ne? Das passt echt gerade richtig gut. So, nimmt die Mama dich jetzt auch mal hoch? Das finde ich total toll, wenn ich das machen würde. Gira. Oh, wie schön. Oh, die beiden sehen super zusammen aus. Und hier klingelt schon wieder das Telefon. Wer ist denn das jetzt? Wer ist das? Oh, abgespeckt. Ein Lehrer hat bemerkt, wie Felix beim Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und ihn ins Sekretariat geschickt. Ich bin sicher, dass es ein Irrtum war. Beeinflusst die Empathie. Mein Kind soll den Test neu machen. Beeinflusst Konfliktlösung. Mein lieber Felix, du kannst den Test nochmal machen, bitte. So, Konfliktlösung steigt, Manieren sinken. Warum sinken da die Manieren? Aber okay. Oh, ist das toll. Mit den Sommersprossen, ne? Da freue ich mich so sehr drauf, wenn sie dann mal altert, dass wir auch wirklich mal ein Kind haben. Ja, mit Sommersprossen. Einfach mal was anderes. Das finde ich ja richtig gut. So, setzt ihr euch jetzt zusammen hier hin, so wie ich das geplant habe? Mit diesem wunderschönen Stuhl und diesem wunderschönen Bett hier? Klappt das? Oder wo stellt ihr euch hin? Ach, ihr quatscht jetzt einfach nur? Ich dachte, du liest ihr da was vor. Ach, macht sie. Oh, macht die das... Oh, sie setzt sich dahin. Oh, wie gut das ist, Leute. Und die Lina setzt sich in den Sessel. Oh, toll. Yokip, Habini Ishi. Oh, das finde ich aber gerade richtig gut. Ja, ich glaube, jetzt mit einem Kleinkind wird das viel, viel schöner, weil wir einfach diesen großen Stress nicht haben, ne? Finusa, Finusa. Was ist das denn nochmal für eine Fähigkeit bei ihr? Die Fantasiefähigkeit, ne, eigentlich? Wie, das war's schon, Olivia? Das kann's jetzt noch nicht gewesen sein. Fantasie! Oh, wie toll! Wir müssen natürlich ganz schnell an ihrer Denkfähigkeit arbeiten, damit sie auch aufs Töpfchen gehen kann und wir dann nicht immer die Windeln wechseln müssen. Oh, wie toll das ist! So, die anderen können mal bitte in der Schule alle fleißig lernen. Ich sehe gerade, der Felix ist verspielt. Wie sie auch zuhört. Level 2 schon. Ach, das ist toll. Me buf mokosa polynide. Ach, süß. Schön hast du das gemacht, Olivia. Dabei ist sie gar nicht dein leibliches Kind. Aber du bist so lieb zu ihr. Ach, schön. Ja, doch, Leute. Es wäre zu schade gewesen, wenn ich tatsächlich hier mit der Lina die Hidden Child Challenge gemacht hätte. Das wäre echt ein bisschen schade gewesen. Dann hätten wir das hier alles gar nicht so toll mit Olivia erleben können. Und die Frage ist jetzt, spielen. Haben wir denn hier schon irgendwas? Genau, die Formen, ne? Dass du... Warum kannst du das nicht machen? Erfordert Denkfähigkeit Level 2. Ach so, okay. Was hast du vor? Oh, möchtest du tanzen? Um Tanzhilfe bitten? Ja, ist doch okay. Das ist doch okay. Wo ist denn die Mama jetzt? Gibt die dir dann Tanzhilfe? Was hast du vor? E-Book lesen. Ja, das ist ja ganz toll, aber... Aber die Lina kann doch nicht alleine... Huch, die kann doch nicht alleine runter. Was machen wir denn dann? Chaos veranstalten, hier hingehen. Die kann ja noch gar nicht alleine runter. Oh Mann. Da muss Olivia gleich wieder nach oben kommen. Aber gut, so ein bisschen rumlaufen schadet ja nicht, ne? Wobei ich mich gerade frage. Ah, doch, Bewegung. Es wird nur gerade nicht angezeigt. Okay. Und du sitzt jetzt unten irgendwo, du stehst da unten irgendwo und liest da erstmal das E-Book, ne? Ja, kannst du nicht noch ein bisschen laufen, hier hingehen? Dass wir noch ein bisschen was für die Bewegungsfähigkeit machen? Oder aber, pass mal auf, wir machen das einfach so. Sprechen beibringen. Hochheben. Ich muss jetzt noch mal eben kurz überlegen, dass wir sie hochheben und dann am besten hier bei der Anlage irgendwo absetzen. Das machen wir gleich, wenn sie Lina dann tatsächlich hochgehoben hat. Das kommt mal eben kurz da rein. So, und ja, hat die Mama dich hochgehoben. Ach, wie schön. Und wenn ich jetzt sage, Lina hier absetzen, genau, dann können wir da nämlich ein bisschen Musik hören und dann auch tatsächlich um Tanzhilfe bitten. Oh, ist das schon fertig? Ja, das ist fertig. An Sammler verkaufen können wir dann bei Gelegenheit mal machen. 974 haben wir jetzt, das ist nicht besonders viel. So, spielen Geschichte, brabbeln. Oh, das ist ja cool, Geschichte. Hilfe als Betreuer an dem Bad essen. Warte doch mal, nee, du sollst ja nicht mit dem Klo spielen. Ich hatte jetzt gehofft, Tanzhilfe, genau. Dass du wirklich mal ein bisschen tanzt, damit du relativ schnell, wie gesagt, Bewegungsfähigkeit und Denkfähigkeit aufbaust. Und, Olivia, wie sieht's aus? Kannst du ihr helfen? Gehst du denn auch noch da vorne hin, Lina? Nein. Hier sitzen, hier hingehen. Ich möchte es mit der Tanzhilfe zur Musik wippen. Ja, hier bitte. Toll. Vor allem ist die Musik gerade total cool.
Wippst du da schon zur Musik? Ja! Oh, ist das toll! Oh, niedlich! Olivia macht da auch so ein bisschen mit. Oh, super! Tanzen die beiden hier richtig gut. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal spielen wir natürlich auch mit dem Haushalt hier und ja, genießen noch ein bisschen die Zeit mit Lina als Kleinkind. Ich find's gerade echt toll. Und ich find's auch super, dass sie jetzt so ein bisschen, also dass sie in menschlicher Gestalt rumläuft. Alien-Gestalt können wir natürlich auch mal machen. Aber ich find's bei ihr irgendwie cool, wenn sie ein Mensch ist. Aber Olivia, du gehst ja auch richtig ab, ne? Wie sie sich das abschaut. Geil. Na gut, Leute, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.